Und da ist er wieder zurück, euer Corona-Crafter. Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ihr seht es bereits im Titel und zwar schauen wir uns heute gemeinsam lustige Google-Bewertungen an. Und wir starten direkt mit dieser Bewertung, die eine Person zu dem Alexanderplatz geschrieben hat. Und zwar: Alexander ist kein schöner Name. Ja, würde ich auch deswegen dann einen Stern von 5 geben. Kam gerade meine halbe Leber mit raus. Die nächste Bewertung wurde zu dem Google-Eintrag zum Berliner Tor gepostet. Und zwar ist das Berliner Tor eine U-Bahn-Station in Hamburg. Und das hier wurde darunter geschrieben. Und zwar: Drecksloch, da hat mich meine Ex verlassen. Irgendwie hat bisher keine Bewertung was mit dem eigentlichen Ort zu tun. Allerdings hat die nächste Bewertung wirklich was mit dem Ort zu tun. Und zwar mit dem Brandenburger Tor. Und zwar schreibt dort der liebe Ion Sandulatsche: sehr kalt auf beiden Seiten des Tores, da sich die Türen nicht schließen lassen und es zieht wie Hechtsuppe. Ja, wer kennt es nicht, wenn beim Brandenburger Tor die Türen nicht geschlossen werden und es dann wie Hechtsuppe zieht, ne? Ich mein ganzes Leben zieht wie Hechtsuppe gerade an mir vorbei. Das hier ist eine weitere Bewertung zum Brandenburger Tor und zwar schreibt der Thomas: tolles Gebäude, kaum zu glauben, dass es von Brandenburg nach Berlin gebracht wurde. Es tut mir leid, dass ich hier wieder nur klatsche, aber was anderes fällt mir bei den Bewertungen wirklich nicht ein. Aber ich habe noch eine dritte Bewertung zum Brandenburger Tor für euch und zwar von dem lieben User Harald Kranke. Und zwar schreibt er: das steht ja gar nicht in Brandenburg. Beschiss. Und Brandenburger kann man da auch nicht kaufen. Ja, die würde ich anzeigen, Harald. Die nächsten zwei Bewertungen haben ebenfalls etwas mit einer Berliner Sehenswürdigkeit zu tun und zwar mit dem Bundestag. Und zwar schreibt dort die Userin Mira: sehr enttäuscht, will ein Parlament, das nur genau das macht, was ich für richtig halte. Aber im Bundestag wird andauernd debattiert und dann handeln die irgendwelche Kompromisse aus. Und der liebe User mit dem Namen Yassin Selat schreibt: schlechter Service, musste erstmal durchs Fenster klettern, um reinzukommen. Als ich dann drin war, wurde ich von den Sicherheitsleuten zu Boden gestoßen. Meinen Döner habe ich auch nicht bekommen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Die nächste Bewertung hat eine Person unter den Google-Eintrag von China geschrieben. Und zwar hat die Person 4 Sterne gegeben und geschrieben: überfüllt mit Chinesen. Ja, also immer wenn ich in Köln bin, fuckt es mich auch voll ab, dass hier nur Kölner sind. Die nächste Google-Rezension wurde unter dem Beitrag des Eiffelturms gepostet und zwar hat Tommy der Wilhelm geschrieben: da war ich noch nie. Ich war noch niemals in Paris, la 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 la, la 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 la. Okay, Tommy der Wilhelm, danke für deine Bewertung. Und wo wir uns gerade schon eine Bewertung zum Land China angeschaut haben, zeige ich euch jetzt eine Bewertung zum Kontinent Europa von Luis Merkel. Und zwar schreibt er: pretty nice continent, easily makes my top 10 list, if not top 7 Kontinents list. War echt lustig. Die nächste Bewertung wurde unter den Google-Eintrag vom Fernsehturm Berlin gepostet. Und zwar hat die liebe Katja geschrieben: unbezahlbarer Ausblick über Berlin, waren leider nicht oben, aber sieht auch von unten schon spannend aus. Alles klar. Wahrscheinlich kannst du den Ausblick beschreiben, wenn du es nur von unten angeschaut hast. Und die nächste Person hat Urlaub in New York gemacht und hat unter den Google-Eintrag von der Freiheitsstatue die Bewertung geschrieben: no Leberkäse. Ja, also das sollten die Amerikaner echt ändern da hinten. Kommen wir nun allerdings zu einer Bewertung eines Ortes in Köln und zwar der U-Bahn-Station Friesenplatz. Und zwar schreibt da eine Person: hässliche U-Bahn, dennoch bin ich gern hier. Ja, man ist ja gern an hässliche... Ich denke die ganze Zeit, ich huste Blut, aber dann huste ich nur Spucke. Oh, kann man sich Grabsteine online bestellen? Unter dem Google-Eintrag vom Stuttgarter Amtsgericht wurde gepostet: 150 Euro Strafe, nur weil ich den Termin vergessen habe. Digga, du kannst nicht mal das Wort Strafe richtig schreiben. Also ich glaube, du hast auch etwas anderes als... Die nächsten beiden Rezensionen wurden unter den Eintrag eines Gymnasiums geschrieben. Und zwar schreibt dort ein gewisses Team Weltix: dank Team Weltix ist die Schule erträglich und lit. Also es ist wohl irgendeine Schülergruppe oder so. Und darunter schreibt allerdings Joho, gibt nur 2 Sterne und sagt: leider wird die Schule von einer Gruppe böser Jungs regiert, die sich Team Weltix nennen. Man ist nirgends sicher vor denen. Ja, so schnell können Meinungen auseinandergehen. Die nächste Person war zu Besuch in Los Angeles und hat sich das Hollywood-Zeichen angeschaut und hat sich dann gedacht: hey, ich schreibe doch mal unter dem Google-Eintrag vom Hollywood-Zeichen, wäre besser in Comic Sans. Du wärst besser, wenn du die Schnauze hältst. Warum sitze ich hier? Die nächste Rezension wurde unter den Google-Eintrag von der Jugendvollzugsanstalt Aachen gepostet. Und zwar: mir hat es gefallen, nette Wärter und Zellengenossen waren die besten 3 Jahre meines Lebens. Ja,
Digga, dann hast du wohl nicht so ein geiles Leben, glaube ich. Kommen wir nun wieder zu zwei Bewertungen zu einem Kölner Ort. Und zwar dem Kölner Dom. Und zwar schreibt der User Franzi Cool eine Bewertung mit einem Stern. Und zwar Kirche. Ja. Bewertungen sind dazu da, um anderen Leuten zu helfen, was sie da erwartet. Also Dankeschön dafür. Und der Markus Müh schreibt auch eine Bewertung zum Kölner Dom. Und zwar unfreundliche Mitarbeiter plus Jesus waren nicht da. Ja. Das ist halt blöd, den erwischt man da leider nicht jeden Tag, sondern nur dienstags und donnerstags. Kommen wir nun allerdings zu einer Bewertung, die unter dem Google-Eintrag von der King's Cross Station in London gepostet wurde. Und zwar schreibt der User Klonomo, um wie viel Uhr fährt der Hogwarts Express auf Gleis 9¾? Haha, du bist ja ganz lustiger. Die nächste Bewertung wurde unter dem Eintrag von einem gewissen Masa-Restaurant aus Derby geschrieben. Und zwar schreibt der User Doug Freeman, Food was okay, I guess, but the waiter ended up sleeping with my wife. So I can't give it more than 3 stars because of that. Ja, wer kennt's nicht? Das Essen ist eigentlich okay gewesen. Ich gebe dem Ganzen aber nur 3 Sterne, weil dann der Barkeeper halt mit meiner Frau geschlafen hat. Die nächste Person, von der wir uns jetzt gleich sofort die Rezension anschauen werden, hat Urlaub am Pazifik gemacht. Hat sich dann gedacht, hey, ich gebe dem Pazifik nur 1 Stern auf Google, weil ist mir zu blau. Ich frage mich wirklich einfach nur noch, ob das deren Ernst ist oder ob die einfach trollen wollen. Und das hier ist der Google-Eintrag von einer Pizzeria und der liebe Helmut gibt der Pizzeria nur 1 Stern und schreibt schlechter Umgang mit dem Kunden. Und der Inhaber der Pizzeria antwortet sogar und schreibt, du Lügner, man merkt, wie du behindert bist, komm vorbei und sag auf meine Gesicht, wenn du nicht eine Lügner bist. Aber wie oft habe ich im heutigen Video jetzt eigentlich schon geklatscht? Die nächsten beiden Rezensionen wurden unter den Google-Eintrag von der Polizeihauptstelle Frankfurt gepostet. Und zwar schreibt Najef, filmen Sie mir nicht ins Gesicht. Und eine andere Person, die hier zensiert ist, schreibt, great place to hang out. Ja, wer kennt's nicht, wenn man Langeweile hat, einfach mal an einer Polizeistation ein bisschen abhängen. Kommen wir nun allerdings wieder zu einer Berliner Sehenswürdigkeit, und zwar dem Reichstag, meine lieben Freunde. Und zwar schreibt dort ein User als Rezension drunter, good pizza. Ja, das ist ja auch deren Hauptaufgabe da, einfach super Pizza herzustellen. Und unter den Google-Eintrag der Stadt München hat der liebe User L. Kelch geschrieben, es gibt bessere Läden. Ja, gibt bessere Läden als München. Die nächste Person hat Urlaub in Tokio gemacht und hat danach auf Google geschrieben, voll mit Japanern, nicht schön zu genießen. Ja, ist halt blöd, wenn man nach Japan fliegt und dann sind da überall Japaner. Und der liebe Tyler hat unter den Google-Eintrag vom Weißen Haus geschrieben, it was great at first, but as soon as I hopped over the fence and into the yard to get some better pics, I was attacked by dogs and shot in the leg by a sniper rifle. So overall, very nice looking, but could have a little bit more polite employees. Ja, unfassbar. Da will man einfach über einen Zaun klettern vom Weißen Haus und dann wird man auf einmal angeschossen. Das ist die vorletzte Bewertung, die wir uns anschauen. Und zwar schreibt eine Person unter das Wiener Landgericht, diese Bauern haben mir 3 Jahre Haft für Körperverletzung gedrückt. Ich habe ihnen nur leicht in den Bauch gesteckt. Schlechtestes Gericht ever. Ich soll einfach aufhören zu klatschen. Wir kommen allerdings nun schon zum letzten Google-Bewertungs-Fail mehr oder weniger für die heutige Episode. Und zwar schreibt Heller Wahnsinn unter den Google-Eintrag von der Zugspitze. Gestern netten Ausflug mit dem Kindergarten zum Gipfel unternommen. Oben keinerlei Restaurants oder ähnliches ist negativ anzumerken. Wir haben dann auf dem etwas windigen Gipfel gepicknickt. Nächste Woche planen wir ein wenig mehr Zeit für die Rollifahrer ein und folgen mit der Seniorengruppe aus dem Altersheim. Geil, dass du mit denen dann auf jeden Fall den Berg dann... Sprachen lernen. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Es tut mir unfassbar leid, dass ich hier komplett sitze wie eine Leiche und hier mit Klopapier mir die ganze Zeit die Nase putze während des Videos und mir hier Halsschmerzbonbons reinhaue und allgemein bemitleidenswertes Opfer gerade bin. Allerdings geht es mir gerade gesundheitlich wirklich nicht so gut. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich war schon beim Arzt. Ich habe definitiv nicht den Coronavirus. Ist aber auch egal, ich wollte mich einfach nur nochmal für meine Verfassung hier gerade in diesem Video und auch in dem letzten Video und auch in den nächsten Videos wahrscheinlich noch entschuldigen. Wenn euch das Video hier allerdings heute trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen hoch von euch freuen. Schaffen wir 40.000 Likes. Wäre Hammer, weil 1 Like gleich 3 Gesundheit für mich. Und wo ich hier gerade schon dabei bin, ein bisschen mehr zu quatschen im Outro. Ihr könnt noch für uns abstimmen, für Sandra und mich beim Deutschen Podcastpreis. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Heute ist der letzte Tag, wo ihr abstimmen könnt. Das wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir bekommen da nichts für. Aber es wäre schon lustig, wenn Sandy und ich auf der Tribüne da stehen würden, völlig krank und eine Laudatio halten würden. Aber egal.
Oh, ich glaube, ich gehe jetzt kotzen.